Jo, meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Pikus und wir sind hier mit dem David zusammen bei einem neuen Spiel bei Age of Empires 2 HD Edition. Jo. Jo. So, wir starten sofort. Ich möchte nur eine Sache dem David noch vorher sagen. Da kann ja meine Oma noch besser kämpfen. Okay, dann können wir jetzt starten. Ich spiele als Byzantiner, David spielt als Brite. Wir spielen im dunklen Wald. Wir haben die Karte jetzt einfach mal schon erkundet gemacht, damit es ein bisschen schneller geht, weil wir heute, sage ich mal, nicht so sonderlich viel Zeit haben. Und deswegen bin ich jetzt mal dabei, hier gleich loszulegen. Ein paar Häuser bauen, logisch, ganz klar, wie man das am Anfang so macht. Mit dem muss ich den Reiter jetzt zu den Schafen schicken, damit wir die Schafe natürlich schnell sammeln können, um Nahrungsmittel zu produzieren. So, der kommt dann gleich zu den Nahrungsmitteln und die bleibt jetzt hier. Dass ich zwei bei den Nahrungsmitteln habe, den schicke ich gleich weiter. Ihr kennt die ganze Geschichte, wahrscheinlich nicht. Also Age of Empires ist ein Strategiespiel. Das heißt, wir werden jetzt... Das macht diese Folge rum, ne? Wir werden jetzt hier euch mal das Spiel ein bisschen näher bringen. David und ich haben das früher mal sehr viel und sehr oft gespielt. Deswegen wird es jetzt auf jeden Fall ganz witzig sein. Die ganze Geschichte hier mal wieder anzufangen. Spannung pur hier gerade. Bitte? Spannung pur ist das hier gerade mit den Aufbauen. Ja, natürlich, am Anfang erstmal viel aufbauen, ist logisch. Sich die ganzen Schafe schnurren. Mal schauen, ob ich hier bei dem Gegner die Schafe auch noch bekomme. Ob ich ihm die entführen kann. So, hier den Weg muss ich auf jeden Fall zumachen. Muss den Weg und diesen Weg zumachen, weil dort sind die Gegner. Du musst zwei zumachen, ich muss nur einen, glaube ich. Oder? Ja, du brauchst nur einen zumachen. Das ist richtig. Ja, das ist richtig. Den muss ich zumachen, aber jetzt noch nicht. So, wir machen noch einen für Nahrung und dann schicken wir gleich mal ein paar auf Holz. Holzer. Genau, weil Holz ist immer recht wichtig. Ich brauche was zu essen. Ah, jetzt geht es wieder. So geht es jetzt. Warum machst du, warum brauchst du zu essen, David? Einfach nur so, ich wollte gucken, ob es jetzt funktioniert endlich. Also sind die Schafe noch da? Ja, sie sind noch da. Hier, schön, dass die Schafe noch da sind. Ja, Annie ist übrigens im Test dabei. Hey, Mensch, voll schnell. Ich hab gerade so überlegt, am besten eigentlich sagen, dass sie auch noch dabei ist. Ich hab's auch gedacht. Ich hab gedacht, ja, ich hab so lange nichts mehr gesagt. Er hat mich halt einfach vergessen. Tut mir leid, du bist halt nicht ingame dabei. Du musst es dir halt mal holen. Du kannst dir dann auf meinem Kanal anschauen, wie das aussieht, das Spiel. Ich bin halt wirklich nicht so die Strategiespielerin. Übrigens, was ich aber mal spielen, weil das StarCraft. Wenn es euch ein bisschen hier zu pixelig oder was ist bei der Aufnahme, ich weiß noch nicht, wie das letztendlich aussehen wird. Oder alles zu klein ist, das liegt daran, dass ich das sozusagen bei mir in Ultra HD offen habe. Und das wird für euch eventuell etwas klein sein. Eventuell passt es auch alles, aber ihr werdet wahrscheinlich die genauen Zahlen hier nicht genau lesen können. Aber das macht nicht so. Das ist nicht so wild. Hauptsache, ihr habt viel zu sehen und das geht so natürlich ganz gut. So. Was mache ich denn jetzt noch? Ich muss hier noch irgendwo noch mehr Schafe sammeln. Ist denn, sind denn beim David noch ein paar Schafe? Nee, da sind überall keine mehr. Na gut, dann lasse ich den mal bei mir in der Base in meinen Reiter, damit er ein bisschen geschützter ist, beziehungsweise unser Dorf etwas beschützen kann. Weil er auch so stark ist. Ja. So, und jetzt können wir natürlich mal anfangen hier. Ja. Wir wollen ja natürlich hier eine kleine Windmühle bauen. Also nicht eine Windmühle, sondern eine Mühle, damit wir anfangen können, dann gleich dort oben die Rohstoffe zu sammeln, wenn die Schafe leer sind sozusagen, wenn wir alle Schafe umgebracht haben. Also das ist ja gemein, ne? Ja, von irgendwas muss man ja nun mal leben, ne? Normal. Und jetzt wollen wir hier den gleich mal dann hier benutzen. Und für uns erstmal hier ein bisschen was anbauen.
So, wir sind momentan übrigens auf dem vorletzten Platz. Das ist am Anfang meistens so, dass man ein bisschen schlechter als die Computergegner ist von der Einteilung. Woran das liegt, ich weiß es nicht, aber es ist halt eben so. So, wir fangen mal gleich an, ein bisschen Gold abzubauen. Weil wir bald Einheiten produzieren wollen. Und wenn wir Einheiten brauchen, brauchen wir auch Gold, weil die kosten natürlich Gold. Für alle, die sich jetzt fragen, ja, warum zoomst du nicht einfach rein? Das geht bei dem Spiel nicht. Warum lachst du jetzt? Nicht geht? Reinzoomen? Ja. Geht doch bei den meisten. Ja, aber das ist ein Spiel, was so von einer Perspektive oben sozusagen so auf die Sachen runterblickt. Aus fliegender Position sozusagen. So, wir produzieren mal gleich ein paar Einheiten. Damit wir mal ein bisschen unser Dorf beschützen können. Was haben wir da noch? Ein Schaf. Sehr gut. Können wir das? Ne, wir brauchen noch mehr Nahrung. Produzieren wir noch mehr Dorfbewohner, damit wir natürlich mehr Nahrung haben. Das ist logisch. Und du gehst mal gleich zur Nahrung dazu. Auch geiles Deutsch eben. Ja, zack. Was denn? Wir produzieren noch mehr Nahrungen. Nahrung und mehr Dorfbewohner. Ja, aber du meinst eben, glaube ich, Dorfbewohner. Was? So, wir brauchen auf jeden Fall mehr Dorfbewohner. Das ist natürlich Tatsache. Hier ist der David, der Verbündete von uns. Und hier unten haben wir einen Gegner und dort haben wir einen Gegner. Und die beiden Gegner sind auch miteinander verbunden. Verbündet. Und wir müssen natürlich gegen die ankämpfen. So, jetzt haben wir hier die Schafe alle leer gemacht. Die sind jetzt alle tot. Und verwertet. Und jetzt müssen wir natürlich noch ein paar Dorfbewohner produzieren. Und wenn wir das jetzt gemacht haben, ich hoffe, dass wir so wie Pfandflaschen oder wie verwertet sind jetzt oder wie. Ja, ja, genau. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Wir haben den alles aus dem Körper herausgerissen. Ja. Ich stelle es unter. Ist auf jeden Fall für jedes Kind geeignet, dieses Spiel. Ja, aber das ist ja wirklich ein recht harmloses Spiel eigentlich, wenn man es mal so sieht, ne? So, wir haben jetzt. Wir haben gerade mal 50 Nahrung, das gefällt mir gar nicht. Oh, was ist bei dir los? Wir machen mal noch ein paar auf Holz. Das hat den Sinn, dass wir bald Felder produzieren müssen, weil dann die Bärenbüsche auch weg sind. Und wenn, also ich bin nie derjenige, der dann hier auf die Rehe geht oder so, weil das macht meiner Meinung nach immer nicht so viel Sinn. Aber wir werden jetzt hier anfangen, auf die Bäume und so zu gehen. Damit wir Holz bekommen für die Felder, ne? Weil ein Feld kostet 60 Holz. Dementsprechend brauchen wir doch ganz gut Holz, wenn wir für jeden Bauer, also für jede Person, muss ein eigenes Feld dastehen. Also brauchen wir jetzt ein bisschen. Können wir kurz das hier entwickeln, den Webstuhl, damit unsere Leute ein bisschen mehr aushalten. Ist auch mal nicht schlecht. Jetzt warten wir mal noch kurz, weil dann haben wir haben jetzt schon 240 Nahrung. Das heißt, wenn wir gleich die 500 haben, dann können wir das nächste Zeitalter entwickeln. Ab dem dritten Zeitalter im Prinzip wird es interessant. Wenn man mal ehrlich ist. So, wir machen mal noch einen Bauern eben hier, damit wir irgendwas, also irgendwie muss immer was gleichzeitig entstehen, weil sonst geht es ja hier mit unserer Gesellschaft nicht voran. Wir können ja mal zum David eben rüberreiten und mal schauen, was der schon so gemacht hat. Das ist wahrscheinlich jetzt am Anfang noch nicht sonderlich viel. Also wir haben jetzt 341, wir machen nochmal zwei Bauern auf Holz. Also zwei Dorfbewohner, nicht Bauern. Ich hoffe, dass wir da jetzt was zusammenbekommen, damit wir hier für alle was haben. David, bei dir zu Hause geht auf jeden Fall gerade richtig ab, ne? Ja. So, Annie, magst du irgendwas erzählen? Erzähl uns mal eine Geschichte. Eine Geschichte? Ja, eine Geschichte. Es war mal einmal ein Pykus? Nein. Ein Pykus? Pykus? Ein Pykus? Hat der Pykus immer mit Papyrus gearbeitet? Ist denn der Papyrus Pykus?
Nee, nur mit dem Pykus. Nur mit dem Pykus? Nur mit dem Pykus. Pykus, okay. Also er ist halt auch dabei, ein bisschen Gold anscheinend schon zu farmen. Da wird er wahrscheinlich auch keine Bärenbüsche mehr haben. Okay, wir sehen jetzt hier, die ersten Felder sind leer. Das heißt, die ersten Bauern sind fertig. Das heißt, wir fangen an, ein paar Felder zu produzieren. Und jetzt wird es halt eben ganz witzig. Obwohl wir gerade wenigstens ganz gut Holz haben. David, ist eigentlich normal, dass dein... Ja, es ist normal, dass deine Mutter gerade am Verrecken ist. Weiß ich nicht. Ich glaube, deine Mutter verreckt halt gerade, aber naja, macht dir halt ja nichts drauf. Spiel einfach weiter, wir gewinnen das Ding hier nicht. So, jetzt haben wir auf jeden Fall genug Felder erstellen können. Das ist schon mal gut. Warum ist hier jetzt ein Feld übrig? Wo ist der Bauer, der gerade nichts zu tun hat? Okay, anscheinend. Ah, doch, da hat sich jetzt jemand gefunden. Sehr gut. Währenddessen haben wir jetzt noch nicht genug Nahrung. Achso, weil die jetzt erstmal die Felder bewirtschaften. Jetzt haben wir genug Nahrung. Jetzt können wir ab ins nächste Zeitalter. Das dauert natürlich ein bisschen. Was hat deine Mutter da eigentlich gerade für ein Lachflash, ey? Was ist denn los bei euch? Keine Ahnung. Ist gerade Party hart oder was? Ja. So, sehr gut. Wir können jetzt schon mal ein paar Felder auf Wirtschaft kaufen. Also wir können die hier jetzt schon mal vorkaufen, dass sobald jemand mit dem Feld fertig ist, dass er Neues pflanzen kann. Man sieht hier, das hat jetzt 148 Nahrung bringt, dieses Feld, also insgesamt wahrscheinlich 160 oder sowas, ich weiß nicht genau. Und die arbeiten halt so lange daran, bis das Feld leer ist und dann müssen sie wieder ein neues pflanzen auch natürlich. Oh, wir haben keine, jetzt komm mal her, wir müssen neue Häuser entwickeln. Also neue Häuser bauen hier, ganz kurz mal eben. David, kannst du nicht mal deiner Mutter gerade was zu trinken bringen? Nicht, dass das sie ist ja voll sozial! Das ist ja sehr sozial. Das gar nicht. Ja, nerv mich gerade übelst an hier. Entschuldigung, ich höre ja auf. Leute, ich versuche hier gerade was zu trinken. Wie soll denn das klappen, wenn ich am Lachen bin? Oh. Was ist gerade los bei dir? Keine Ahnung. Oh, bei dir läuft gerade richtig. Ich hab Also Leute, dieses Spiel hier wird auf jeden Fall eine Weile dauern. Weil eine Runde dauert meistens so anderthalb, zwei Stunden und wir versuchen gerade mal hier die Sache ein bisschen schneller zu lösen. Ich freue mich schon auf die Aufnahme, wenn ich sie mal angucke. Und wegen deiner Mutter meinst du? Ja. Weil die ganze Zeit gackern hört. So. Weißt du, was das Beste ist gerade? Als ganz. Sie wusste nicht, dass aufgenommen wurde. Ja. Ja, weiß. Habe ich gerade mitbekommen. Nee, ich freue mich trotzdem gerade. Find ich gut. Nicht genug Nahrung? Was? 100 Nahrung? Hey, jetzt habe ich doch 100 Nahrung. Achso, nicht genug Holz. Ach, okay. Das erklärt einiges. Dann schicke ich mal wieder ein paar Leute zum Holz. Du machst mal wieder neue Nahrung, damit wir müssen auf jeden Fall hier mehr Leute produzieren. Das ist ganz wichtig. Nahrung haben wir jetzt gerade eigentlich ganz gut. Was kostet das hier? Das geht noch. Und dann können unsere Dorfbewohner mehr tragen. Machst du mit deinem komischen Reiter eigentlich die ganze Zeit bei mir, ey? Ich weiß es nicht, du. War die hart oder hart? Ja. Achso, wir können mit dem jetzt mal hier eine Mauer bauen. So, like a Donald Trump. Fangen wir jetzt mal an, hier eine Mauer zu bauen. Und dann machen wir dann noch natürlich hier so ein Tor rein.
Also, wir machen einen Unterschied zu Trumps Mauer, ne? Weil Trump würde wahrscheinlich kein Tor reinmachen. Wo Leute durchkommen. So, Statement. Palim, Palim. David weiß Bescheid, was gemeint ist. So, wir brauchen, was brauchen wir gerade mehr? Nahrung und Holz. Wie immer halt eben. Und Steine brauche ich auch bald mal. Das heißt, wir schicken jetzt welche auf Holz und dann auf Nahrung. Oder wir pflücken den hier gleich ab. Da, guck mal, bauen wir hier gleich noch ein schönes Feld. Dann können wir gleich wieder ein bisschen auf Nahrung und auf Holz gehen. Sehr gut, dann haben wir das Tor schon mal fertig. Und dann müssen wir hier halt eben noch was bauen. Vielleicht können wir das sogar hier schon abtrennen. Dann haben wir nochmal Bärenbüsche, die wir abarbeiten können. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Das können wir zumindest probieren. So, wir produzieren nochmal ein paar Soldaten. Sehr gut. In den Helmen der Soldaten. So, wir haben die Byzantiner. Das ist eigentlich mehr oder weniger eher ein Reitervolk. Das bedeutet, wir sollten auf jeden Fall viele Reittiere noch bauen. So wahrscheinlich unsere... Ist es da jetzt drauf oder nicht? Haben wir nicht mal die Kaserne gebaut, ne? Ist es da jetzt schon drauf gewesen oder nicht? Oh, bei uns ist ein Feld leer gegangen. Oh, das ist ganz schön. Das wird schon gepasst haben, ne? Na gut, Fältchen. Fältchen, Fältchen, Fältchen. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Häuser. Du brauchst schon einen Markt? Nee, ne? Nein. Häuser. Warum bist du dran, Eier? Was ist mit Eiern? Nee, warum bist du dran? Warum? Weil du kein Markt hast. Ich weiß doch, ich lasse mir da beim Markt aber ein bisschen Zeit. So, das ist kein Problem, weil wir das ja schon entwickelt hatten. So, wo bringen wir die neuen Einheiten hin? Wir brauchen auf jeden Fall mehr Stein und Gold sieht momentan ganz gut aus eigentlich so, ja? So, dort entwickeln wir noch Einheiten, wenn wir dann wieder neue Häuser gebaut haben. Also geht's gleich wieder los hier, na komm. Ja, jetzt können wieder neue Einheiten entwickelt werden. Und wir kriegen die Bärenbüsche, sehr geil. Sehr, sehr geil. So. Stellen die mal alle neu hin. Machen, dass die nicht mehr wegrennen, weil das nervt mich sonst immer. Mal schauen. Wir brauchen auf jeden Fall noch das. Für die Bogenschützen. Und für die Reittiere. So, die ist da unten noch wild, der ist da unten noch wild am Bauen hier. Den schnappen wir uns mal eben und bauen mal hier noch eben die verschiedenen Militärlager. So. Oh, ich habe nicht genug Kreuz dafür jetzt. Das ist ja kacke. Was nehme ich das denn? 125. Wo wurde gerade angegriffen? Oh, da. So. Und jetzt kann ich ein. Für die Reittiere bauen. Oh. Seht ihr, das meine ich damit, dass mich das nervt, wenn die halt immer wild rumlaufen. Weil die laufen dann hier weg und dann ist wieder Schicht im Schacht, weißt du. So, da sollte jetzt eigentlich keiner mehr durchkommen. Das heißt, wenn ich das hier zumache und ich sage, der soll hier lang gehen, dann schafft er das nicht, ne? Sehr gut. Machen wir das Tor jetzt wieder auf. Jetzt kann der da durchgehen. Und jetzt... Oh, nicht genug Steine. Was? 125 Steine und wir sind noch dabei, erst die abzubauen. Nein, 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 nein. Ja, du brüllst mir manchmal ins Ohr, das ist nur mal so. Nee, 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 nee.
das wollte ich gar nicht. Ich wollte hier das Bild bauen. Die Schmiede bringt mir an der Stelle ja gar nichts, obwohl es eigentlich egal gewesen wäre, aber trotzdem. So, dann bauen wir jetzt noch eben den Bogenschützen, damit wir dann gleich die nächste Zeit weiterentwickeln können, weil dafür brauchen wir jetzt noch den Bogenschützen. Und du kannst derweil mal hier unten eine Mühle bauen und die Bärenbüsche ernten. Kannst du mal einen Marktplatz bauen, das kannst du. Kannst du mal einen Marktplatz bauen, blablabla. Mal warten. Immer mit der Ruhe, ja? Nee, nee, nee.